Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf smarttrade.de. Heute wieder mit dem Sony Xperia Z3 Kompakt und einem Modus oder einem Tipp zu einer Option, die die Sony-Oberfläche bietet. Schon, ich glaube, seit dem Xperia Z wurde sie eingeführt. Und zwar haben wir in den Einstellungen unter den Energieoptionen den sogenannten Stamina-Modus. Mit diesem Stamina-Modus können wir verhindern, dass Apps im Hintergrund laufen, also während das Gerät im Standby ist, dass Apps im Hintergrund laufen und dann eben unnötig den Akku verbrauchen. WhatsApp und Co. kann man so also quasi bestimmend sagen, Junge, hier synchronisier mal nur oder wäre mal nur aktiv, wenn ich wirklich das Display anhabe. Das bringt den Vorteil eben, dass nicht unnötig Akku verbraucht, wenn man das Gerät eh nicht nutzt. Was weiß ich, entweder um prinzipiell viel mehr Akkulaufzeit rauszubekommen oder wenn man auf der Autobahn mit dem Auto unterwegs ist und eben keinen Push braucht, gerade im Standby oder nachts schläft, aber dann, wenn man das Gerät in die Hand nehmen will, nicht erst einen Flugmodus ausmachen muss, sondern eben das Gerät anmacht, dann ist es sofort im Web, aber wenn man es eben aus hat, nicht. Vorteil, den habe ich euch gerade erklärt. Nachteil, wenn ihr zum Beispiel eine Wecker-App nutzt, wie ich das tue mit Timely, die ja nicht von Sony kommt, sondern direkt aus dem Play Store ist, ich glaube von Google gekauft wurde und das ist schon Ewigkeiten her, immer noch meine Lieblings-App, was Wecker-Apps angeht. Dann habt ihr mit dem aktivierten Stamina-Mod ein Problem, wenn ihr nicht daran denkt oder nicht Bescheid darüber wisst, dass ihr die jeweilige App als Ausnahme festlegen müsst. Denn sonst, wie gerade erklärt, wird sie im Standby nicht aktiv. Heißt, der Wecker klingelt auch nicht. Beim vorinstallierten Wecker ist das wohl nicht so. Aber bei dieser Drittanbieter-App, wie wir sie hier nutzen, ist das der Fall. Am Montag habe ich also erstmals das mit dem Sony Xperia Z3 Stamina-Modus angemacht. Wecker gestellt, aber früher hat eben nichts geklingelt und ich habe ausgeschlafen, was so nicht geplant war, denn ich habe vergessen, die App als Ausnahme festzulegen. Das kann man machen, wie gesagt, in den Energieoptionen, da hier im Stamina-Modus und da kann man hier festlegen, im Standby-Modus aktive Apps, da draufklicken und da kann man dann über Anwendungen hinzufügen, Apps hinzufügen, die doch im Hintergrund arbeiten dürfen, was dann eben bei mir ja eine App ist, nämlich Timely. Da kann ich auf Fertig klicken und dann steht Timely mit in dieser Liste drin und darf im Hintergrund im Standby arbeiten. Klingelt also der Wecker dann auch wie geplant, was bei mir gestern so war, heute so war und dann auch morgen der Fall sein wird, wenn ich über Nacht trotzdem den Stamina-Modus angelassen habe. Das so als kleiner Tipp für alle aktuellen Sony-Geräte, die diesen Modus bieten. Wie gesagt, ab dem Xperia Z sind das eigentlich alle Xperia-Geräte. Glaube ich, ja, müssten alle sein. Oder zumindest die AZ-Serie, die bieten diesen Modus. Und ja, das als Tipp. Alle Apps, die wirklich im Hintergrund arbeiten müssen, wo eben Wecker und sowas dazugehört, solltet ihr als Ausnahme festlegen, damit die dann doch funktionieren mit dem aktivierten Stamina-Modus. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Der Denis für smarttrade.de. smarttrade.de hier. Ciao.